Herzlich willkommen zum DOD-Podcast, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ziel ist es, Ihnen einen kurzen Überblick über die aktuelle Kapitalmarktsituation zu geben. Unsere Themen heute: Krieg in der Ukraine. Das nicht mehr für möglich gehaltene ist nun Realität. Außerdem Inflationstreiber Energie. Wie kann die Notenbank dieses Problem noch lösen? Und die Unsicherheit bleibt. Wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DOD-Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie einen Blick auf und in die Märkte. Unser Experte, Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DOD Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario Künzel. Mein Name ist Mario Künzel und mein Gast ist heute wieder der Kapitalmarktexperte der DOD Kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kafanek. Herr Dr. Kafanek, ich begrüße Sie. Ich grüße Sie auch. Hallo, Herr Künzel. Ja, Herr Dr. Kafanek, ich hatte es eingangs gesagt, das Unwahrscheinliche, was viele für unwahrscheinlich gehalten haben oder extrem unwahrscheinlich, ist nun eingetreten. Wir haben wieder Krieg in Europa. Ein Desaster, selbstverständlich für die ukrainische Bevölkerung, aber auch ein schwerer Schlag für Europa insgesamt. Können Sie uns diese Situation aus Sicht eines Vermögenswalters mal einordnen? Welchen Einfluss haben wir bezüglich der konjunkturellen Erwartung in Europa und im Speziellen aber auch in Deutschland zu erwarten? Ja, vorneweg ließe sich ganz kurz sagen, natürlich nichts Gutes. Und so ist es auch. Wir haben ja in Europa im Vergleich zu den USA beispielsweise stärkere Verquickungen zu Russland und auch zur Ukraine, werden auch von den Sanktionsmaßnahmen stärker betroffen sein. Also auch da sind die Amerikaner ein Stück weit weiter entfernt. Zunächst unmittelbar wirkt natürlich der Anstieg auf der Energiepreisseite, also Ölpreise, Gaspreise, aber auch verschiedene andere Rohstoffen, inflationserhöhend. Also ist ganz klar ein negativer Impuls für die Inflation. Auf der anderen Seite ist es ja normalerweise auch so, dass die Nachfrage dann tankiert wird, weil eben verschiedene Sachen, am augenfälligsten ist ja immer die Spritpreise, weil das teurer werden, steht eben weniger Geld zur Verfügung für andere Konsumzwecke. Und insofern hat es auf der einen Seite eben negativ inflationserhöhend und auf der anderen Seite auch negativ eine Nachfrage abschwächende Seite. Also ist eine Art Zangenbewegung und die Börse hat ja auch sehr, sehr negativ reagiert. Wir waren ja deutlichst im Minus, sowohl in den Eurostoxx-Indizes als auch im DAX, haben uns jetzt allerdings die letzten Tage wieder etwas erholt. Aber insgesamt Europa stärker betroffen, näher sozusagen zum Kriegsschauplatz im Vergleich zu den USA, damit auch sozusagen beide negative Impulse schlechter in Europa und in Deutschland ganz besonders. Ja, Sie hatten es schon gesagt, Stichwort Inflation, Stichwort Notenbank in den USA. Die Notenbank hat ja in den USA jetzt der Inflation den Kampf angesagt in 2022 mit Zinserhöhungen und Liquiditätsverknappung. Aber auch von der EZB kann man inzwischen eine, ja, wenn Sie so wollen, Zinswende erwarten, wenn auch deutlich später als in den USA. Wie kann man das einordnen? Also ein Hauptinflationstreiber, Sie hatten es gerade gesagt, ist der Energiesektor. Dieser Fakt wird dann nun durch diesen Krieg in der Ukraine nochmal deutlich verschärft. Sie sagten es gerade. Wie soll die Notenbank denn dieses Problem ja noch in den Griff bekommen? Ja, es ist sicher so, dass die Notenbank, das ist so ein geflügeltes Wort, aber am Ende des Tages stimmt es ganz einfach, mit einer restriktiveren Geldpolitik, also Zinserhöhungen bzw. Tapering, wird natürlich keine einzige Lieferkette sozusagen neu geschaffen. Das sind andere Faktoren, die die Angebotsseite beeinflussen. Und insofern hat die Notenbank nur die Möglichkeit, die Nachfrageseite etwas zu drosseln. Das ist in der jetzigen Situation vielleicht auch gar keine schlechte Idee, weil auf der anderen Seite das Angebot eben zu knapp ist. Und wenn das Angebot runterkommt und die Nachfrage bleibt gleich, kriegen wir hier von der Seite quasi nochmal einen Druck Richtung höherer Inflationsrate.
Gleichzeitig muss sie natürlich aufpassen, dass die Konjunktur nicht zu stark unter Druck kommt. Das ist jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, keine beneidenswerte Situation für die Notenbank. Wenn man sich aber die Kommentare anschaut der letzten ein, zwei Wochen, dann denke ich schon, dass im Wesentlichen die Geldpolitik in der Spur bleibt, sowohl in den USA als auch in der Eurozone. Wir rechnen jetzt damit, dass jetzt im März zunächst mal die Zinserhöhung kommt um 25 Basispunkte und auch kommunikationspolitisch dann auch der Weg Richtung weiterer Zinserhöhungen erhalten bleibt. Und so ähnlich ist auch bei der EZB. Wir gehen ja in dieses Tapering, wie immer wieder mal besprochen, die letzten Male wird dieses Notprogramm, PEP genannt, zurückgefahren, jetzt im März. Auf der anderen Seite wird das allgemeine Aufkaufsprogramm nur leicht aufgestockt. Also wir bewegen uns auch hier im Tapering. Und da ist sicher eine Möglichkeit, hinten raus von der EZB zu sagen, ob sie im dritten oder im vierten Quartal was macht. Und je nach Konjunkturlage kann es auch sein, dass das dann erst im nächsten Jahr passiert. Aber im Wesentlichen von Nuancen abgesehen, glaube ich, dass der Weg Richtung restriktiver Geldpolitik so bleibt, wie vor 4-5 Wochen skizziert in beiden Regionen, sowohl in Europa als auch in den USA. Aber trotzdem höre ich raus, ein gewisser Balanceakt, den die Notenbanken hier zu gehen haben oder zu handeln haben. Um es mal so zusammenzufassen, Herr Dr. Gefahrnik, die Unsicherheit bleibt an den Börsen. Es wird sicherlich nicht einfacher und somit bleibt auch eine gewisse Unsicherheit bei den Anlegern. Ohne jetzt irgendwelche Empfehlungen abzugeben, aber was kann ein Anleger in solcher Situation tun, Ihrer Meinung nach? Wie sollte er sich ja aktuell verhalten? Gut, ich meine, zunächst ist es so, dass ziemlich viel Negatives, wie wir sagen, abdiskontiert ist, also in den Märkten enthalten ist. Es gäbe ja zum Beispiel jetzt mal eine optimistische Vision oder ein Szenario, man würde sich in einem überschaubaren Zeitraum von einigen Tagen, wenigen Wochen dort auf einen Waffenstillstand einigen. Das wäre schon erstmal eine sehr, sehr gute Entwicklung. Sie hatten es in Ihrer Eingangsmoderation auch schon erwähnt, im Wesentlichen für die Menschen. Und das ist jetzt der primäre Faktor. Dann könnte man auch bei der momentanen Positionierung eine sehr starke Gegenbewegung an den Börsen sehen. Zum Teil ist die ja auch schon angelaufen. Also sehr viel Negatives ist abdiskontiert. Und deswegen ist ja immer unsere Position, was soll man tun? Also die Empfehlung, irgendwie die Märkte zu verlassen, ist einfach auch eine sehr, sehr maßgebende und weitreichende, weil, wie mehrmals erwähnt, wann geht man wieder rein? Und das haben wir jetzt auch schon gesehen. Wir waren im DAX runter Richtung fast 12.000 unterwegs, stehen jetzt wieder über 14.000. Also hier Market Timing zu betreiben, ist sehr, sehr schwierig. Ich denke, man sollte dabei bleiben, man sollte die richtigen Sektoren ziehen und in das Portfolio einbringen. Und das kann auch sehr schnell gehen. Also bis vor einigen Tagen war es der Energiesektor, der Ölsektor noch und auch der Rohstoffsektor, der sehr in Mode war. Das ist auch in den letzten Tagen wieder zurückgefallen. Andere Sektoren kommen wieder nach vorne. Also die Kernüberlegung ist, dabei zu bleiben. Ich denke, aktives Portfolio-Management hat sich jetzt auch schon angedeutet in den letzten Wochen und Monaten. Er ist hier durchaus auf der richtigen Seite. Und ansonsten ist es fürs Portfolio-Management und da sind wir natürlich gefragt, die große Herausforderung, aktive, auch mutige Entscheidungen, antizyklische Entscheidungen zum Teil zu treffen. Also dieses Schlagwort, was sich eigentlich schon das ganze Jahr 2022 durchzieht, flexibel sein, offen zu sein, die Risiken rechtzeitig zu sehen, aber auch die Chancen zu nutzen, das bleibt im Grunde definitiv auf der Agenda für die nächsten Wochen. Also wenn Sie so wollen, auch ein hartes Stück Arbeit für jeden Portfolio-Manager, aber dafür sind wir ja da und trotz aller Unsicherheit kann man dem Anleger sagen, bleiben Sie besonnen, verlieren Sie Ihren Fokus nicht und vor allem treffen Sie keine schnellen Entscheidungen. Kann man das so zusammenfassen? Auf jeden Fall natürlich, wie mehrmals erwähnt, die Risikotragfähigkeit muss immer gesehen sein. Wenn ein Anleger jetzt eben in kurzer Zeit Geld braucht, dann muss er vielleicht verkaufen, aber unter, ich sag mal, weitläufiger, langfristiger Portfolio Sicht, wenn man auch die Historie der letzten Jahrzehnte oder 100 Jahre zurück sich anschaut, dann waren eigentlich Krisenzeiten auf mittlere Frist betrachtet immer ziemlich gute Kaufzeitpunkte. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Dr. Gefahrnik, für Ihre Ausführungen, für Ihre Zeit. Und wir sind jetzt wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ich darf mich bei Ihnen, Herr Dr. Gefahrnik, nochmal vielmals bedanken. Aber auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für Ihre Zeit, danke für Ihr Interesse. Haben Sie eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und auf ein baldiges Wiederhören, Ihre DJE Kapital AG.
Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Capital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Capital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.